Willkommen zu einem neuen Video von Queerstanity. Ja, heute geht es um das Thema Sticken. Und zwar habe ich bei der lieben Linda von dem YouTube-Kanal Linda DIY ein paar Videos gesehen zum Thema Sticken. Sie hat dann nämlich so eine Art Kurs hochgeladen, Sticken für Anfänger, wo sie verschiedene Stiche zeigt und zeigt, wie sie damit ihre Kleidung verschönert. Zum Beispiel hat sie da so eine Jeansjacke mit so einem Spruch-Statement hinten am Rücken bestickt. Und ich bin so angetan von diesen Videos, dass ich mich jetzt mal selbst versuchen will. Allerdings dachte ich zuerst mal nicht auf einer Klamotte, einfach mal so zum Testen. Und zwar habe ich hier so eine Einkaufstasche von einem handelsüblichen einer handelsüblichen Drogerie und ich habe mir hier auf Papier auch schon mal das Motiv und meinen Schriftzug vorgezeichnet, sag ich mal, und zwar damit ihr wisst, von was das ist. Das ist das Tabletop-Spiel, was mein Freund und ich spielen, Infinity the Game von Corvus Belli. Und das Spiel kommt ursprünglich aus Spanien, und jedes Jahr findet in Spanien so eine Art Weltmeisterschaft, also ein großes Turnier mit über 100 Teilnehmern. Und dieser Kraken, dieser Pulpi, ist das Maskottchen. Und hier das Chamäleon hier oben, das ist quasi mein Maskottchen, wenn man so will. Das ist Doc Motley von Wittgenstein. Ja, mein Maskottchen hat einen Adelstitel. Und Camur, das ist mein Nickname. Und da man halt immer irgendwie eine Tasche braucht bei diesem Turnier, habe ich gedacht, ich mache mir jetzt mal meine eigene Statement-Tasche, indem ich mir die besticke. Und jetzt ist natürlich die erste Frage, wie bringe ich dieses Motiv auf diese Tasche? Weil ich kann ja schlecht auf das Papier sticken. Und zwar habe ich hier ein Stück Transparentpapier. Und hier ein Graphitstift. Und jetzt werde ich erstmal mit dem Graphitstift auf das Transparentpapier, am besten, ja doch, so rum ist okay, und werde einfach mal darüber malen. Ruhig ein bisschen weiter drüber. Ich werde nachher auch richtig schwarze Finger haben. Aber was tut man nicht alles? Ich hoffe mal, dass das funktioniert. Das war jedenfalls einer der Tricks, den Linda auf ihrem Kanal gezeigt hat. Ja, ruhig ein bisschen großräumiger drumherum, weil das liegt ja auch nachher, das liegt ja jetzt auch quasi spiegelverkehrt. Aufzeichnen. Ja. Ja, gut, aber das sollte es theoretisch sein. Ja. Und jetzt gehen wir hin. Nehmen das so rum auf die Tasche. Legen die Sachen wieder da drauf. Und dann brauchen wir im Grunde nur noch einen Stift, den ich natürlich jetzt nicht habe. Okay, ich habe mir einen Stift besorgt und außerdem habe ich sowohl das Transparentpapier wie auch mein Motiv ein bisschen mit Washi-Tape fixiert, damit mir da jetzt beim Nachzeichnen nichts verrutscht. Und dann würde ich sagen, wir zeichnen das Ganze jetzt einfach mal nach. Norms were so thoroughly proper and clean.
inside the box he was always pretending. One couldn't be who I wanted to be, and he feels so real in the warmth of another man's company. What does he know of dear? Okay, der Moment der Wahrheit. Ziehen das Washi-Tape ab. Na, das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Ich denke, damit kann man arbeiten. Ich würde sagen, als nächstes machen wir damit weiter, dass wir dieses Ding in einen Stickrahmen klemmen. Allerdings habe ich schon festgestellt, es passt gerade so nicht komplett in den Stickrahmen rein. Das heißt, wir werden es zwischendrin umstecken müssen. Und jetzt muss ich mich halt entscheiden, mit was ich zuerst anfange. Und ich glaube, ich fange tatsächlich zuerst mit dem aufwendigen Motiv an. Und zwar mit dem Kragen. Also, dann schrauben wir den Stickrahmen auf. Ja. Dann müssen wir die Tasche mal drehen. Mal den mal so, dass es ungefähr in der Mitte ist. So. Ja, das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Ja, alles runter damit. So. Und dann drehen wir das Ganze wieder. Immer schön aufpassen nachher beim Sticken, dass man eben hier nicht die Rückseite mit annäht, das wäre ungünstig. Ich würde ja in die Tasche schon noch gern was reinmachen wollen. Und ich glaube, das hier ist tatsächlich noch nicht stramm genug gezogen. Aber ich denke, es wird sich trotzdem gut besticken lassen. Ja, was wir als nächstes brauchen, ist natürlich Nadeln und Stickgarn. Ich habe hier mal ein eigenes Nadelmäppchen gehäkelt und habe es auch bestickt. Ich wollte eigentlich Nadel draus sticken, aber für das letzte E hat es dann gerade nicht mehr gereicht. Aber dann ist es halt so die verschluckte letzte Silbe, Nadel. So, dann habe ich hier auch verschiedene Sticknadeln. Und dann seht ihr auch gleich, ich habe welche mit einer stumpfen Spitze und welche mit einer spitzen. Und ich denke, ich werde mit der stumpfen Spitze arbeiten, damit ich den Stoff nicht so kaputt mache. Ich würde sagen, ich hole mir jetzt einfach mal die Nadel hier. Und dann wollte ich als allererstes die Konturen mit einem schwarzen Garn machen. Das heißt, wir suchen uns hier mal das schwarze Garn raus. Das hier ist schwarz. Gut. Dann würde ich sagen, wir machen mal hier diese Banderole ab.
schneiden wir uns einfach mal ein Stück von dem Garn ab. Ja, ich habe hier nicht gerade die geilste Schere, merke ich gerade. Moment. Ja, jetzt haben wir es eh schon fast durch. Und jetzt überlege ich, ob ich direkt das volle Garn nehmen soll oder ob ich es teilen soll. Ich denke, ich werde es mal versuchen mit Teilen, und zwar hat das, so wie es aussieht, 6 Fäden. Also teile ich das in 2x3. Ja. Manchmal nicht ganz so einfach, aber machbar. So. Gut. Und dann fädle ich mir das mal auf die Nadel. Und dann kann es auch schon losgehen. Alles klar. Ich habe mir jetzt hier am Ende des Fadens einen Knoten gemacht. Wir gehen jetzt einfach mal von hinten in eine beliebige Stelle des Randes. Ja, sagen wir mal hier. Und da sind wir auch schon. Und dann werde ich jetzt den Rand mit einem sogenannten Rückstich machen. Das heißt, ich gehe hier an der Kontur lang, steche durch. Komme dann schon ein bisschen gewurschtelt hier. Ein Stückchen weiter, wieder raus. Ja, und dann steche ich, so wie der Name sagt, zurück. Und zwar da, wo ich vorhin reingegangen bin. Und dann steche ich wieder ein Stück weiter vorne ein. Und zurück. Und so mache ich das jetzt für die gesamte Kontur. So, mit dem Grundbild bin ich fertig. Weil ich sehe gerade, hier oben habe ich ein Stück vergessen, aber das kann ich gleich noch schnell machen. Und dann würde ich sagen, wir fangen gleich mit dem Schriftzug an. Aber wie gesagt, dann mache ich gerade noch das Stück. Ich habe mir nämlich schon einen neuen Faden aufgezogen. Ja. Und dann fangen wir einfach genau hier an. Dann nochmal hier rein. Ja, das ist auch immer so eine Sache, wenn dann die Nadel mitten im Prozess rausrutscht.
die Schlaufe durch. Einmal. Und am besten noch einmal. Einmal abschneiden. Ja, ich weiß, das ist die schlechte Schere, aber ich habe gerade den Standort gewechselt. So, gut. Und dann würde ich sagen, wir können das Ganze wieder etwas aufschrauben. Und dann haken wir jetzt den Schriftzug ein. Wenn er sich dann überhaupt komplett einspannen lässt. So, doch, das sollte funktionieren. Jawohl, das passt. Ja, zudrehen. So, ich mache mir wieder einen Knoten ans Ende der Schnur. Ende der Schnur sage ich schon ans Ende des Gauns. Dick ist und nicht durchrutscht. Ja. Und dann fangen wir mal an bei dem C. Diesmal möchte ich allerdings nicht mit dem Rückstich sticken, sondern mit einem Blattstich, allerdings ein bisschen verkürzt. Also ich gehe jetzt quasi hier an der Seite vom C rein. Und dann gehe ich hier an der anderen Seite wieder raus. Und dann gehe ich hier kurz über dem anderen einen Stich wieder rein. Und kurz vor dem anderen Loch wieder raus. So gehe ich das, gehe ich jetzt diesen ganzen Strich lang.
Kann durchaus sein, dass ich nachher noch mal ein paar Stufen nach unten gehen muss, aber es ist im Grunde mein erstes richtiges Stickprojekt, von daher will ich da mal nicht so selbstkritisch sein. Okay, Leute, hier seht ihr nun das fertige Motiv bzw. die fertigen Umrisse des Motivs. Ich werde das Ganze natürlich nochmal mit Farbe auch auffüllen. Nur wie ich das mache, das zeige ich euch dann in einem anderen Video. Jetzt möchte ich euch erstmal zeigen, wie weit ich quasi gekommen bin. Und wie gesagt, hier habe ich diesen klassischen Rückstich verwendet für die Umrisse des Pulpis und meines Chamäleon-Maskottchens. Und hier oben, das könnt ihr hier ganz gut sehen, habe ich halt diesen Blattstich verwendet, um die Buchstaben quasi zu machen. Und hier in den Rundungen seht ihr das auch nochmal schön. Ich hoffe, euch gefällt meine Arbeit bis jetzt und würde mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Wer Lust bekommen hat, das auch mal auszuprobieren und mal seine eigenen Motive auf Kleidung oder auf, wie ich hier, auf Einkaufstaschen zu sticken, dem kann ich die Videos von Linda DIY sehr empfehlen. Ich werde euch die Playlist zum Sticken für Anfänger unten in der Infobox verlinken. Ansonsten könnt ihr wie hier immer meinen Kanal abonnieren. Hier findet ihr das letzte Video, was ich hochgeladen habe. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ihr Lieben.